Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. Yeah! So, das war mal eine Anmoderation, oder? Nicht schlecht, hat sich der ein oder andere wahrscheinlich gedacht. Und sich gefreut. Das war auch Sinn der Sache. So, wo ist unser Radl? Wir radeln jetzt nämlich zu dem Satellitenpunkt da und hauen den kaputt. Und nachdem der Satellitenpunkt kaputt gehauen ist, radeln wir woanders hin. Na, schwing dich auf dein Rad. Los geht's. Satellitenpunkt, wir kommen. Ich hoffe, wir schaffen das. Mit dem Radl querfeld einfahren, habe ich schon gelernt, findet das Spiel nicht so super gut. Da, ja genau, streikt das Rad manchmal an Stellen, wo man es gar nicht unbedingt denken würde. Gnadenlos. Deswegen sollte ich, glaube ich, hier jetzt am besten absteigen und zu Fuß weitergehen. Rad, warte hier auf mich. Ich komme wieder. Danke, braves Rad. Guckt, als ich gesagt habe, warte, ist es stehen geblieben. Sonst wäre es jetzt wahrscheinlich weitergefahren zum Zielpunkt. Oder weißt du was, Rad? Wenn du willst, geh schon mal zur Hauptquest und erledig die. Ist auch okay. Und dann treffen wir uns dann da. Oh oh, da sind sie schon, die Hündchen-Bots. Die Dogomaten. Nennen wir sie Dogomil und Dogomil 2.0. Oh, Smoky. Der Rauch macht's schwer, ne? Aber andererseits vielleicht auch für die. Mist. Haha. Panzerung zerstört. Der hat noch gar nicht gecheckt, was los ist. Das ist gut für mich. Ich kann mich jetzt im Grunde hier stecken und kurz warten, bis die mich nicht mehr so suchen, so doll. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, ich habe die Meute geweckt. Ich habe die Horde erzürnt. Mutti, hilf ihr. So, Achtung, Maschinenpistolen, tight. Also ich meine, da kann halt einfach, also ich meine, das Scharfschützengewehr, da kann halt nichts mithalten. Muss man schon sagen. Aber macht Spaß mit diesem Maschinengewehr. Ich habe zwar mehr in die Prärie geschossen als auf den Gegner, aber da hat man so schönes Feedback, ne? Wenn dann die Teile abfallen und die Funken fliegen. Schön gemacht, schön gemacht. Finde ich gut. Wirklich schön gemacht. So, jetzt sprengen wir mal unseren Freund hier. Hey! Antenne zerstört. Moment mal, warum wird mir das immer noch angezeigt, das Ding? Naja, Funkgerät mitgenommen. Aber du bist jetzt kaputt, oder? Hey, schießt eigentlich zufällig meine MP mit der gleichen Munition wie meine Pistole? Nee. Hätte ja sein können. Es gibt Pistolen mit 9mm Munition, oder? Ich glaube, James Bond hat so eine. Die PP7. Oh. Der ist tot. Warum hat der auch keinen Helm auf? Warum ist der, der ist irgendwie, der ist anscheinend beim Militär einiges schiefgelaufen, wenn der so rogue sich schnell einen Chat ohne richtige Ausrüstung einfach schnappt und so. Ich glaube, das ist nicht nur regional hier. Dieses Roboterphänomen.
Ja, Vögel. Zumindest Vögel gibt's noch. Es ist nicht alles tot, was glänzt oder so. Vogel. So. Ich kann nicht mehr sprinten. Ah, wir sind schon wieder überladen. Ja, wirklich. Immer wieder ein Fest. Fallschaden und begrenztes Inventar. Nee, bei Fallschaden, da bin ich mir relativ sicher, dass ich das für ein absolut nutzloses Feature halte. Für ein nutzloses Game Design Feature, das bald oder hoffentlich bald komplett verschwinden wird, weil Fallschaden ist einfach nur lästig. Aber bei einem begrenzten Inventar bin ich zwiegespalten. Da würde ich jetzt nicht sagen, das ist schlechtes Game Design oder ist grundsätzlich doof. Ganz im Gegenteil eigentlich. Da ist es wirklich so. Ah, ist die Frage, was will man? Will man wirklich so dieses survivalige Ressourcen sammeln und irgendwo hinbringen und man kann nicht alles mitnehmen und muss sich entscheiden und dann ist nämlich begrenztes Inventar schon auch echt wichtig. Aber ansonsten eher nicht so. Ich meine, man kann auch. Das betrifft auch den Fallschaden. Das muss ich schon zugeben. Sowohl bei Fallschaden als auch bei begrenztem Inventar kann man als Game Designer sagen, mein Rollenspiel oder was auch immer, aber in der Regel sind es Rollenspiele, soll super realistisch sein. Super realistische Fahrrad-Bounce-Physik zum Beispiel. Und deswegen gibt es natürlich Fallschaden und so weiter, weil im echten Leben gibt es auch Fallschaden. Ich meine, kann man nichts dagegen sagen. Stimmt schon. Insofern, wenn das dann der Anspruch ist, soll man es machen. Mir macht echt keinen Spaß. So, aus reiner Game Design theoretischer Sicht würde ich sagen, Spiele ohne Fallschaden machen im Durchschnitt mehr Spaß als Spiele mit Fallschaden. Also aufgrund des Fallschadens. Also der Fallschaden trägt nicht zum Spielspaß bei, ist sogar eher hinderlich. Würde ich sagen jetzt mal. Würde mich interessieren, ob mir da Leute widersprechen. Ob es Leute gibt, die Fallschaden verteidigen. Und die sagen, nein, ohne Fallschaden sind Spiele Müll und Garbage und machen keinen Spaß und sind unrealistische Casual-Scheiße. Könnte ja sein. Wirklich, wie gesagt, so aus diesem Simulationsaspekt heraus lasse ich mir das sogar eingehen, stimme aber nicht zu, dass Fallschaden da wichtig ist. Aber kann's verstehen. Wenn man das so sieht. Man liegt halt dann falsch. Weil man nicht meiner Meinung ist. Aber ich kann's grundsätzlich verstehen. Das ist immer ganz gut, das könnt ihr euch merken. Wenn ihr meiner Meinung seid, dann habt ihr höchstwahrscheinlich recht. So kann man sich's merken. Wenn man sich mal nicht sicher ist, denkt einfach drüber nach, was würde Seppoloni jetzt tun? Dann könnt ihr nichts falsch machen. Oh Gott. Zumindest in Videospielsachen. Und in allen anderen auch. Vor allem. Da habe ich heute wieder drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber mich regt das richtig auf. Wirklich. Ich finde das so doof, nämlich. Da könnte ich mich echt ärgern. Das ist was, das triggert mich. Und zwar wird wirklich weitläufig von vielen Journalisten und so weiter. Sogar auf Wikipedia steht's falsch. Die Switch quasi der gleichen Generation wie die PS4 und die Xbox One zugerechnet. Und das ist halt einfach mal faktisch falsch. Weil der einzige Grund, warum man die Switch der alten Generation zurechnen sollte, ist, dass man sagt, na, fühlt sich irgendwie nicht so ganz wie die Next Gen an, irgendwie. Aber das sind keine Fakten. Das sind irgendwie so Empfindungen und Gefühle. Man sollte das nicht danach ordnen. Wo sind wir jetzt? Die PlayStation 5, die Xbox
Series 9. Generation oder die 8., ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Auf jeden Fall ist halt eben auch die Nintendo Switch einfach mal faktisch in der gleichen Generation wie die PlayStation 5 und die Xbox Series. Xbox Series, PlayStation 5 und Switch sind die Next Generation Konsolen, sind drei Generationen der aktuellen Generation. Man kann nicht einfach sagen, dass die Switch zur gleichen Generation wie die Wii U gehört. Die Switch ist nicht einfach nur eine Wii U Pro. Das ist ein ganz eigenes System. Mit eigener Hardware, eigener Software, eigenen Spielen. Da ist nichts kompatibel. Das ist absolut lächerlich. Also hört auf mit dem Blödsinn. Ah, wirklich. Da ärgere ich mich, weil es falsch ist. Da geht es einfach nur um die Tatsache, dass es falsch ist. Und dass da wirklich sich einfach was faktisch Falsches als die Wahrheit durchgesetzt hat. Und das nervt mich. Es sieht zumindest aktuell so aus, als würde das wirklich von der Mehrheit so gesehen werden, von der Mehrheit der sogenannten Experten. Aber wie seriös und wie Experte kann man sein, wenn man die Switch und die Wii U als gleiche Generation ansieht? Nicht besonders. So, genug gerantet. Das wollte ich mal gesagt haben. Bleiben wir bei Horizon Zero Dawn. Quatsch. Ja, ich meine, es hat Überschneidungen, ne? Aber ich meine natürlich bei Generation Zero. Irgendwie glaube ich auch, dass die Sache, die ich da gelesen habe, von wegen Schwierigkeitsgrad und so, viel zu schwer für einen Singleplayer und so weiter, dass auch das sich nicht mehr auf die aktuelle Version des Spiels bezieht. Das ist, finde ich, wirklich ein bisschen ein Problem heutzutage bei Spielen, weil halt leider sich irgendwie etabliert hat, gerade so zu Games-as-a-Service-Zeiten, dass Spiele im Grunde oft als absolut unspielbarer Beta-Müll released werden, weil dann kann man ja immer noch patchen. Und die ganzen Tests und die ganzen Diskussionen, ne, und wenn das Spiel rauskommt und aktuell ist und viel diskutiert wird und getestet wird, ist es in diesem unspielbaren Beta-Zustand. Und selten werden die Tests dann quasi nochmal ein Jahr später oder so überarbeitet oder nochmal so eine Revision oder sowas. Und deswegen sind halt dann im Internet im Grunde sehr oft einfach irgendwie veraltete Informationen über eine Spielversion, die teilweise dann gar nicht mehr verfügbar ist, die nicht mehr existiert, weder bei den Entwicklern noch sonst irgendwo. Da haben sich ja zum Beispiel auch bei World of Warcraft, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber fällt mir gerade ein wegen Spielversionen. Bei World of Warcraft haben sich ja viele drüber lustig gemacht oder so ein bisschen geschmunzelt, dass das Original Warcraft, World of Warcraft gar nicht mehr existiert, sondern dass sie das ganz neu machen mussten für dieses, ne, für diesen Re-Release im Grunde der Original World of Warcraft Version. Aber ich denke mir halt echt, ich glaube, das ist total normal. Ich glaube, das ist komplett normal, dass man nicht unbedingt irgendwelche alten Versionen von seinem Spiel auf irgendwelchen Sicherheitsdatenträgern rumliegen hat. Weil warum denn? Normalerweise ist die neue Version die bessere Version. Und wenn man dann irgendwann mal bei Version 3.9 ist, weiß ich nicht, ob es dann noch Sinn macht, dass man die Version 1 immer noch irgendwo rumliegen hat. Ich meine, kann schon sein, aber man braucht die halt in der Regel eigentlich nicht mehr. Da denkt man nicht dran, dass 20 Jahre später die Fans plötzlich sagen, so, jetzt wollen wir das Original Version 1.0 Spiel, so wie es früher war. Damit rechnet keiner, glaube ich. Natürlich gibt es das Originalspiel nicht mehr in der Form, weil ja auf der Basis von diesem Originalspiel weitergearbeitet wird. Die Versionen werden überschrieben und angepasst und eben, abgesehen von so einer Sicherheitskopie, die vielleicht irgendwo noch rumliegt und halt nicht zufällig überschrieben mal wurde, weil man sie nicht mehr braucht, ist es, also ist für mich total logisch, dass da das Originalspiel nicht mehr rumliegt bei denen. Aber trotzdem nett, witzig, dass die quasi das Spiel backward ingenieren mussten. Das ist schon witzig auch, dass die das Spiel quasi wieder zurück in seinen Urzustand versetzen mussten. Warte mal, ist da jetzt noch so ein Relais? Wie viele Relais gibt's denn hier? Und schläft in jedem davon Cthulhu?
Kleiner Lovecraft-Insider-Witz. Wir radeln mit dem Radl, wir radeln mit dem Radl. Oh, absteigen, ducken, Licht aus. Scharfschützengewehr ziehen. Ein Humanotron. Ein Humanotron 3000. Ist der alleine? Hat der Freunde? Man weiß es nicht. Die Humanotrons machen mir schon noch ein bisschen Angst. Muss ich schon sagen. Ich mache hier mal eine Falle. Aber so nah kommt der wahrscheinlich dann gar nicht, ne? Aber ich mache ja trotzdem mal eine Falle. Falls irgendwie noch kleine Robos aus dem Wald laufen oder so. Aber den Humanotron werde ich jetzt mal hier anlocken. Ich weiß noch nicht, wo die ihre Schwachstellen haben. Aber jetzt ist er sauer. Und der zweite Schuss ging in die Roboterhoden. Der kriegt keine Roboterkinder mehr. Oh, der ist wirklich groß und böse. Oh, ich hab's vermasselt, glaube ich. Oh, der kommt direkt auf mich zu. Oh, ich sterb gerade. Ziemlich sogar. Ich esse mal schnell zwei Snacks. Geh hier ein bisschen in Deckung. Liegt hier noch eine EMP-Falle. Oh, da kommen wirklich die Kleinen auch noch. Ah, Mist. Ah, Mist. Oh, das sind nicht wenige hier. Mir wäre wohler, wenn der Große mal weg wäre. Snacky, Snacky, Snacky. Sprengi, Pengi. Maschinenpistoli. Yeso, Mitschki. Okay, gut. Guter Anfang, aber noch nicht zu früh freuen. Wir haben noch ein paar kleine Hundi-Robotis. Ah, come on. Arjo, Pajo. Ah, das ist der kaputte, ne? Okay. Na. Halt dich doch still, Robotti. Mensch, ohne Witz. Willst du mich jetzt veräppeln? So, jetzt. Von denen haben wir schon erledigt. Spinnt das Spiel eigentlich? Wirklich? 80? Nicht schlecht. Hat uns das ernsthaft schon 80 Gegner entgegengeworfen, das Spiel. Nur das geht so locker flockig dahin. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es schon so viele waren. Nur noch ein bisschen, dann haben wir wieder ein Level up. Yo, wo ist Sigourney Weaver, wenn man sie braucht? Die könnte so ein Ding wahrscheinlich steuern. Und damit riesige Aliens verkloppen. Das macht die hauptberuflich. Ich glaube, das war bevor die Schauspielerin geworden ist. Wenn ich so recht drüber nachdenke. Ich glaube, die hat früher irgendwie einen riesigen Kranroboter an Aliens verprügelt und ist dann Schauspielerin geworden. Oder so ähnlich. Wo ist denn mein Fahrrad? Wow, habe ich wirklich so weit vorn geparkt? Wo kamen denn die ganzen Robohunde her? Die müssen ja ganz in der Nähe gewesen sein. Na, vielleicht vom Polizeiaußenposten da oben. Könnte schon sein. Im Grunde könnte ich mal, wenn so eine Situation ist wie jetzt gerade und ich wirklich noch weit entfernt bin, wirklich eine Falle mit Lager... Na gut, ich weiß immer nicht, diese Signalkörper und so, diese Signalleuchtfeuer, irgendwie machen die Roboter immer nur auf mich aufmerksam und nicht auf die Signalleuchtfeuer. Und noch dazu finde ich das echt schwer einzuschätzen, wo die hinfliegen und so. Mensch, das Licht ist angenehm. Das blendet ja überhaupt nicht. Das ist aber schön. Das irritiert ja gar nicht, wenn man da reinguckt.
Aber ich wurde gerade schon wieder von einem Roboter gesehen, hier ganz in der Nähe. Aha, aha. Oh ja. Oh ja. Einfach ins Licht schießen. Wird schon ungefähr gut gehen, oder? Aber jetzt sollten wir mal uns heilen, damit wir nicht ins Licht gehen bald, unser Charakter. Das wäre doof. War es das? Ich denke schon. Schön. Na gut, Leute, dann machen wir jetzt für heute Schluss hier. Morgen geht's weiter und dann leveln wir hoch. Yes. Macht's gut. Bis dann. Ciao.